Aber das ist kein Basilisk. Menschliche Stimmen? Lass den Basilisk in Ruhe! Haudegen. Jamor Ovri, alles vorbereiten. Das Biest ist abgehauen. Wir müssen es zurücklocken. Und wer bist du? Sowas. Das wollte ich euch auch gerade fragen. Man nennt uns die Haudegen. Ja, so sieht er aus. Haudegen? Wohl nicht zufällig die aus Zinfried, was? Doch, woher weißt du das? Und noch einmal, wer zum Henker bist du? Geralt von Riva, Hexer. Ich kenne eure Waffenbrüder. Bohold, Häcksler und Neuntöter. Und den Kleinen. Ah, dieser Hexer bist du. Ja, Bohold hat dich erwähnt. Dich und deine erstaunlichen Schwertkünste. Ein Profi. Trefflich, dass du vorbeikommst. Wir können das Vieh gemeinsam erledigen. Sein Gift soll ein echter Albtraum sein. Wir könnten jemanden brauchen, der mit anpackt. Die Belohnung der Gilde teilen wir gerecht auf. Bist du dabei? Meine Herren, Schluss damit. Davon will ich absolut nichts hören. Ihr dürft Jocasta auf keinen Fall töten. Sie steht unter Schutz. Die Belohnung der Gilde kann ich euch zahlen. Ich zahle sogar doppelt, aber lasst Jocasta in Ruhe. Ihr könnt doch nicht einfach das letzte Exemplar einer aussterbenden Unterart töten. Du willst dafür bezahlen, dass wir gar nichts tun? Das ist ja mal was ganz Neues. Was sagst du dazu, Meister? Immerhin hat das Vieh die menschliche Unterart schon um mindestens 5 Exemplare dezimiert. Der Basilisk bleibt am Leben. Wir bringen ihn nicht um. Ein Hexer, der ein Monster verteidigt. Hat man sowas schon gesehen, Männer? Du stehst wohl auf das Vieh. Oh, dann gibt es heute wohl keine Monsterschlacht. Aber hattest du nicht was von Geld gesagt? Habe ich in der Tat. Und ein Mann ein Wort. Ja, die Tattoos sind wirklich fürchterlich. Ah. Das war ja einfach. Alles Gute, Hexer. Seltsam, mit dir zu arbeiten. Seltsam, aber erfreulich. Ich hätte nicht gedacht, dass... Ich dachte wirklich, wir müssten die töten. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Du hast verschont. Ich danke dir. Sei versichert, dass ich aufpasse, dass sie niemanden mehr umbringt. Du musst dir mehr Mühe geben. Hier darf niemand mehr herkommen. Das werde ich tun. Meister, du musst diese symbolische Summe nehmen. Wärst du nicht gewesen, hätten diese Haudigen meine Jocasta gewiss erschlagen. Ich brauche nicht mehr. Gib es lieber den Familien der Opfer deines Haustierchens. Das ist edel von dir, Meister. So soll es sein. Jocasta hat ihr Nest verlassen. Sie hat wohl die Gefahr gespürt. Bestimmt kommt sie wieder. Ja, das tut sie immer. Vielleicht hat sie auch andere Gründe. Ich glaube, sie hat einen neuen Gefährten gefunden. Einen gewöhnlichen Basilisken, keinen silbernen. Aber wer weiß, was dabei rauskommt. Vielleicht brütet Jocasta bald wieder. Ob dann eine neue Unterart entsteht? Das will ich doch nicht hoffen. Alles Gute. Das war eine coole Mission. So, ich mache mich mal auf die Heimweg. Mal gucken, ob ich in 60 Minuten live bist. Mal gucken, ich kann dir nichts versprechen. Hab auf jeden Fall einen guten Heimweg, Jonas. So, liebe Freunde, und damit haben wir alle Nebenquests fertig. Schatzsuche ist auch komplett fertig. Und wir haben nur noch die Hauptmission. Zu erledigen, aber ich weiß nicht, handelt es sich bei blablabla, aus diesem Grund wollten sie keine besseren Werke schaffen, doch zurück zu Sintegrid. Aha.
Auf jeden Fall gebe ich dir vollkommen recht, die Tattoos sind vollkommen und potten hässlich. Unicorn. Whee, Stufe 50. War ich doch schon die ganze Zeit. Also schon länger auf jeden Fall. Kann man nochmal mit ihm reden eigentlich? Er ist cool. Bald halte ich vor der Gesellschaft für Natur in Beauclair einen Vortrag. Ich werde dich erwähnen, Hexer. Mit größter Hochachtung. Vielen Dank. Whee! Wow. Es ist irgendwie eigenartig, aber wir nähern uns immer mehr dem Ende. Am Ende des Spiels. Die Klamotten liegen da auch. Wir gehen aber kurz mal eben auf unser Weingut. Wir gehen mal kurz auf unser Weingut und dann... Ich glaube, ich habe nämlich noch ein paar Sachen im Inventar, die wir irgendwie ablegen können, weglegen können und dergleichen. Deswegen... Eventuell können wir noch ein paar Bilder aufhängen. Oder so. Oh, schade. Ich nicht. Schade. Ich dachte tatsächlich, das würde funktionieren. Aber ich glaube, noch für Messerchen Sachen aufzuhängen, haben wir doch noch was, oder? Ja. So. Ich hatte schon einfach irgendwelche Schwerter dahin. Okay. Na gut. Dann gehen wir eben wieder zurück. Gehen wir zurück und dann gehen wir dahin, weil dann können wir einmal kurz zu den Händlern reinlaufen. Wann kommt Triss nach? Ich glaube tatsächlich, ich hatte mal irgendwie bei jemandem gesehen, dass es Yennefer gäbe in diesem Add-on. Aber irgendwie habe ich auch nicht den Eindruck, dass überhaupt eine der Damen noch irgendwann kommen würde, vorbeikommen würde, sich präsentieren würde und dergleichen. Also, ich glaube, wir treffen die Zauberin nicht mehr. Das ist... Gewissermaßen ist das schade. Tatsächlich. Brauchst du neue... Shatila und Malcolm Ghost und Ruby. Vielen Dank übrigens auch für die Follows und willkommen bei uns verrückten Birdies. Ich glaube, ich habe zu viel in diesem Inventar mittlerweile drin, weil es laggt so ab. Normal, wenn ich Sachen verkaufe. Was ist das hier? Marlenes Mitgift. Die behalten wir mal. So, Inventar ist erstmal soweit geklärt, wie es geht. Kanon? Das ist ja auch Kanon. Was meinst du damit, Eni? So, dann kümmern wir uns eben um die optionale Mission. Hä? Man merkt, ich kenne mich in dieser Stadt sehr gut aus. Gar nicht. War das nicht das gleiche Haus wie in dem Trailer von dem Anniversary? Patrouille
eher auf nüchternen Magen. Ach, boah, jetzt wo du es gerade sagst, es kann tatsächlich sein. Es würde auch am ehesten Sinn machen, dass man sich quasi auf dem Weingut von dem Mann trifft. Das Buch brauche ich nicht, aber wo ziehe ich mich um? Rede ich mit dem Mann? Guten Tag. Hier. Sacre bleu. Sacre bleu. Du kommst ganz offensichtlich aus dem Norden. Wow. Wie bitte? Keine Ausreden. Was du brauchst, ist eine neue Garderobe. Mein Salon steht dir offen. Bitte, komm rein. Dass Gerard und Jan zusammen sind, das richtige Ende ist. Ja, aber sie sind nicht glücklich als Pärchen gewesen. Und deswegen habe ich mich für Triss entschieden. Genug der Und ich bin mit Triss zusammen, Eni. Und mein Ende endet damit auch, dass Gerald mit Triss zusammen in Kovir wohnt. So, oh, das ist ja schick. Das gefällt mir. Schön, dass wir uns jetzt hier einkaufen dürfen. Müssen wir auch noch eine Maske? Danke. Das ist überhaupt kein Arsch. Yennefer ist der große Arsch. Stets zu deinen Diensten, Herr. Ich fürchte leider, ich muss tatsächlich eine Maske aufziehen. Ich sehe mit der Maske nichts mehr. Wo muss ich hier raus? Okay, schrei mich nicht an, nur weil ich dich anstupse. Wrecked, habt ihr bei alle verloren. Ihr habt so viele Federn gerade gesetzt. Und damit ist der Winnie auf dem ersten Platz und Nerdy wieder auf dem dritten. Krass. RIP. Nur ganz leicht, RIP. Nur ganz leicht. Oh mein Gott, was tut ihr da? Was tut ihr da nur? Die macht sich an Gerard dran, obwohl sie weiß, dass er mit Jen zusammen ist. Ja, aber nicht, weil sie Yennefer den Freund irgendwie wegnehmen möchte, sondern weil sie sich einfach nur angezogen fühlt. Und Triss macht das nur, wenn Yennefer und Geralt, weil sie sich schon wieder zum 100. Mal gestritten haben, trennen. Ja? Also bitte. Und wenn Triss und Yennefer, ach, Geralt und Yennefer sich ständig streiten, ist es auch nicht wirklich eine gute Beziehung. Man kann den Fluss. Und Yennefer hatte nicht so das Problem damit am Ende. Ende. Sie verspätet sich. Warum wundert mich das nicht? Einige Zeit später. Oh, Laternen. Ja, aber dann ist Geralt daran schuld, wenn sie sich wegen Triss streiten. Oh nein, ich habe die Handschuhe noch an, ich Dummbatz. Ah, sieh an. So viel Sinn für Stil hätte ich dir gar nicht zugetraut. Gut, dass die Handschuhe jetzt weg sind. Jetzt sind sie wieder da. Donnerwetter, Geralt. Gar nicht übel. Und eine Maske hast du auch. Wenn auch nicht die, die du haben solltest. Hm? Die der Mandragora-Mitglieder sind etwas anders. Ich habe dir eine mitgebracht. Leg sie an. Weißt du, warum sie Masken tragen? Oh, vermutlich, weil es so romantisch und geheimnisvoll ist. Nein, die Wahrheit ist schlichter. So weiß niemand, welche betrunkenen Adligen die Tänzerinnen kneifen. Felix, vielen Dank für den Resub und schön, dass du immer noch mit der Birdie Airline fliegst. Dankeschön dafür. Gehen wir, die Soiree hat begonnen. Hm, klug von dir, die Waffen zu verstecken. Sonst hätten sie uns garantiert nicht reingelassen. So dumm bin ich jetzt auch nicht, hallo. Ich nehme mein Geralt von Riva. Habe ich zwar schon vor gut 2 oder 3 Stunden gemacht, aber ist okay, Twitch. Wie sollen wir den Cintria finden? Dankeschön dafür. Hauptsache, wir machen ihn nicht misstrauisch. Erkundigen wir uns zuerst nach Cecilia. Das ist weniger verdächtig. Wenn wir sie finden, haben wir ihn gefunden.
Ja, du hast recht. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Komm, wir sind dran. Ich muss die Handschuhe noch ausziehen. Kann ich irgendwann ins Inventar? Madame, Monsieur, es ist ein Vergnügen, euch zur Soiree der Mandragora begrüßen zu dürfen. Ich kann heute Abend ganz besonders empfehlen, den künstlerischen Darbietungen unserer Gemeinschaft eure werte Aufmerksamkeit zu schenken. Was für Darbietungen erwarten uns denn? Heute Abend hat die Mandragora die Ehre, drei superbe Beispiele höchster Kunst präsentieren zu dürfen. Zu Beginn hat Cecilia Belante ein Konzert gegeben. Wäre ihre Stimme ein Stein, so wäre sie gewiss ein Diamant. Leider hat Mademoiselle Cecilia ihre Darbietung bereits beendet. Wie schade. Wir hätten sie gerne gehört. Zum Glück kommt ihr noch recht, um den großen Callesti zu sehen, einen Meister der visuellen Illusion. Er kommt aus dem fernen Ophir. Visuelle Illusionen, interessant. Und der dritte Künstler? Der dritte und der vierte. Es ist ein Duo, die Tuven-Brüder. Sie führen ihre aktuelle Pantomime auf. Wir möchten gerne mit Cecilia Belante sprechen. Bewunderer, nehme ich an. Ihr werdet gewiss Gelegenheit haben, mit ihr zu parlieren. Es wird nicht einfach sein, hier in der Menge jemanden zu erkennen. Kannst du uns vielleicht helfen? Wo sie jetzt ist, weiß ich nicht, aber ich gebe euch einen Hinweis. Sehr gerne. Sucht die Orchidee aus Kovia. Was heißt das? Cecilia trägt eine im Haar. An der Orchidee könnt ihr sie erkennen. Sowas. Und da behauptet Rittersporn immer, Künstler wären arm wie die Tempelmäuse. Natürlich behauptet das Rittersporn. Es ist Rittersporn, Geralt. Das Anwesen gehört ihnen ja nicht. Sie sind hier Gäste. Es gehört Orianna, der Frau in Schwarz, dort auf dem Balkon. Ich sehe sie. Warum trägt sie keine Maske? Das wäre zwecklos. Sie würde ohnehin von jedem erkannt werden. Suchen wir nach der Orchidee aus Kovia. Wenn wir Cecilia finden, haben wir den Zintrier gefunden. Die Mission erinnert mich... Wieso kann ich nicht ins Inventar? Okay, kann ich nicht. Die Mission erinnert mich ein bisschen an... Gibt hier eine optionale Möglichkeit. An Assassin's Creed 2, wenn man in Venedig auf dem venezianischen Karneval ist. Wo man auch mit allen Leuten irgendwie quatschen muss. Sei kett und zeig uns den Künstler. Okay. Gute Leute, eine weitere Seele möchte ihre kreative Seite ausdrücken. Ja! Nun wirf das Mistdenken. Woo! Ja. Kann ich auch andere Farbkugeln nehmen? Oh, geil. Oh. Oh. Das ist der Sorritur. Das ist kein Landschaftsbild, du Barbar, sondern die Manifestation der Seele des Mannes. Genau das. So und nicht anders. Boah, ja, ich erinnere mich. Warte, ich kann die Farbe wegwerfen. Grün. Das ist ganz schön präsent. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, das wird bestimmt ein Meisterwerk. Ja. Auf jeden Fall, also wenn Geralt das macht, dann kann es nur ein Meisterwerk werden, oder? Ich lade mir Assassin's Creed wieder runter. Be right back. Alles klar, viel Spaß. Nun gestattet mir einen Moment der Betrachtung. Meine Interpretation. Das Bild drückt spirituell Notstimmen. I'm back in the game. Oh ja, das ist der. Sebi, auch wenn das ein AFK-Resub ist, vielen Dank für den Resub und willkommen zurück in die Birdie Airline. Wir kommen zurück. Das ist sehr cool. Es muss
Hallo. Was ist hier? Trinken. Absinth, des Künstlers Lieblingsschnaps. Vorsicht. Das Zeug hat es in. Warum ist das rot? Ich kann so einiges vertragen. Wenn du das so sagst. Hallo. Okay, was möchtest du tun?